In dieser Aufbauanleitung zeigen wir euch, was die Electric Cannon ausmacht, wie ihr sie einsetzt und wieso sie einen festen Platz in eurer Kugelbahn bekommen sollte. Dazu bauen wir eine Bahn mit dem weißen Base Starter Set und der Electric Cannon. Bevor wir starten, schauen wir uns den Allzeitklassiker Magnetic Cannon genauer an, der im Base Starter Set enthalten ist. Rollt eine Kugel auf das Element zu, stößt der integrierte Magnet auf der gegenüberliegenden Seite eine der zwei parkenden Kugeln ab und beschleunigt sie. Vor dem nächsten Einsatz wird der Actionstein manuell nachgeladen. Dieses manuelle Nachladen entfällt bei der Electric Cannon, da die Kugeln präzise über die Anstehsteine immer wieder in das Element rollen. Es ist auch möglich, mehrere Kugeln an den Eingängen zu lagern. Ausgelöst wird die Electric Cannon per Knopfdruck. Der integrierte Magnet beschleunigt die Kugeln, so wie es bei der Magnetic Cannon der Fall ist. Ihr könnt die Electric Cannon auch durch das Funksignal eines Senderelementes auslösen, wie dem Trigger. Wählt dazu einen der drei Farbkanäle aus. Der Trigger löst nun in dieser Beispielbahn Kugeln in der Electric Cannon per Funk aus. Alternativ könnt ihr auch den Controller nutzen. Mehr über die Funktionsweise des Power-Modus erfahrt ihr oben rechts in der Infocard. Lasst uns nun eine Bahn bauen auf 4 Bodenplatten. Als erstes bauen wir die ganzen Höhensteine ein. Achtet dabei auf die richtige Position. Die Bodenplatten sind mehrfarbig gestaltet, das erleichtert das Abzählen der ausgestanzten Steckfelder. Gleicht jetzt die eingebauten Höhensteine mit der dargestellten Anzahl ab. Danach folgen die halben Höhensteine. Alle verbauten Teile haben wir für euch am Ende des Videos aufgelistet. Vergleicht erneut die eingebauten Höhensteine mit der dargestellten Anzahl. Alles korrekt? Dann geht's direkt weiter. Baut die erste von zwei transparenten Ebenen ein, gefolgt von den ersten Streckenbausteinen und dem Actionstein Magnetic Cannon. Legt bei der Magnetic Cannon zwei Kugeln in die Laufrichtung eurer Bahn. Das Element beschleunigt Kugeln bis zu 3,5 Höhensteine nach oben. Es folgt der Einbau der Electric Cannon und die in ihrer Packung enthaltenen Anstehsteine. Wir bauen sie direkt auf der Bodenplatte ein. Ebenso wäre es möglich, sie in einer anderen Bahn auf einer Ebene zu platzieren. Baut nun die ersten Schienen ein und verbindet damit die Streckenbausteine. Es folgt die zweite transparente Ebene. Darauf bauen wir nun den letzten ganzen Höhenstein, weitere Streckenbausteine, Schienen sowie den Startstein. Legt zwei Kugeln in den Startstein. Drückt nun einmal den transparenten Knopf, die Electric Cannon schaltet sich ein. Die Farbkanäle des Elements sind in dieser Bahn irrelevant, da wir sie manuell auslösen und nicht automatisch über ein Senderelement. Wir nehmen einfach mal rot. Jetzt wird es spannend, wir testen die Bahn mit der eingebauten Electric Cannon. Rollt eine Kugel in die Electric Cannon, drücken wir den grünen Knopf und beschleunigen mittels Magnetkraft die Kugel im Element. Kugeln können so bis zu 3,5 Höhensteine nach oben befördert werden. Wir haben für euch alle in der Bahn verbauten Teile nochmals zusammengestellt. Viel Spaß beim Nachbau! Ihr wollt noch mehr über die Electric Cannon erfahren? Dann checkt unsere Produktvorstellung aus. Oder ihr wollt das Element via Funksignal auslösen? Dann ist dieses Video perfekt.